Zeus Märchen. Schneller, wir dürfen nicht zu spät kommen. Wir haben noch Zeit, mach dir keine Sorgen. Das Märchen fängt erst in einer halben Stunde an, also langsam. Aber ein Märchen spielen sie nur einmal im Jahr. Und Zebras im Wald ist bestimmt toll. Ich will unbedingt pünktlich da sein. Hm? Wieso gehen die denn wieder? Eigenartig. Was ist denn da los? Hallo, Zack. Siehst du dir auch gleich das Märchen an? Nein, das wird sich heute niemand ansehen. Schade. Was? Das ist wirklich schade. Das Theater hat die Vorstellung abgesagt. Der Hauptdarsteller ist über irgendwas gestolpert und hat sich den Huf verletzt. Es gibt keinen Ersatz für ihn. Na, dann müssen wir eben aufs nächste Jahr warten. Morgen, Theo. Hallo, Elzi. Möchtest du mit mir Ritter und Prinzessin spielen? Nein, nein, danke, Elzi. Hey, was ist los? Ach, wir wollten uns heute das Märchen ansehen, aber es ist abgesagt worden. Jetzt muss ich ein Jahr auf die nächste Vorstellung warten. Das ist ganz schön lang. Das wollte ich mir auch so gern ansehen. Am besten gefällt mir in diesem Stück das lustige Pferd. Ja, das finde ich auch ganz toll. Und ich habe das Gefühl, dass die Schauspieler auf der Bühne ganz viel Spaß haben. Oh ja, das macht sicher großen Spaß. Sowas könnte ich doch auch machen. Ich erfinde einfach mein eigenes Märchen. Und ich fange sofort damit an. Ich habe eine super tolle Idee. Ich freue mich, dass du jetzt gar nicht mehr traurig bist, mein Junge. Ja, weil ich mein eigenes Märchen aufführen werde. Und zwar für alle. Deine Idee finde ich wundervoll. Hast du dir schon eine Geschichte ausgedacht? Nein, noch nicht. Aber ich mache mich sofort an die Arbeit. Theo? Worum geht's denn in deinem Märchen? Ich denke, es wird um eine sehr schöne einsame Prinzessin gehen, die vor ihren furchtbar bösen Schwestern davonläuft und die sich irgendwo einen Prinzen sucht. Und diese Geschichte werde ich wohl Aschenzebra nennen. Ich bin mir sicher, dass alle dein Märchen sehen wollen. Glaube ich auch. Ich habe noch sehr viel zu tun. Ich muss die Geschichte aufschreiben, das Bühnenbild bauen und dann alles einstudieren. So könnte schon mal das Schloss aussehen. Und das ist der Wald. Na, wie findest du das, Pock? Du hast recht. Das hier ist ja viel zu klein. Ich muss die Kulisse größer machen. Ich werde etwas später darüber nachdenken. Ich brauche ja auch noch Kostüme. Na also, da hätte ich doch schon was für den Prinzen. Aber ich weiß noch gar nicht, was die Prinzessin tragen soll. Und wer soll denn die Prinzessin spielen? Das könntest du doch machen. Ach, tu mir den Gefallen. Du könntest doch die Prinzessin spielen und ich spiele den Prinzen. Aber wer spielt denn die boshaften Schwestern der Prinzessin? Nein, nein, Pock. Ich brauche richtige Schauspieler. Stofftiere können das nicht machen. Ich muss ja noch so viel organisieren. Vielleicht war es keine gute Idee von mir, allein ein Märchen aufzuführen. Also wenn es keine Vorstellung gibt, dann nehme ich lieber die Plakate ab. Du bist einfach super, Theo. Bin ich das? Oh ja, natürlich. Weil du ein Stück aufführst. Wir sind alle ganz gespannt. Also bis dann. Oh nein, ich weiß gar nicht, was ich tun soll. Theo, wir haben gar nicht gewusst, dass dein Märchen hier in unserem Garten aufgeführt werden soll. Und dass du mit für alle die ganze Nachbarschaft gemeint hast, wussten wir auch nicht. Naja, aber es geht alles schief. Ich kann so ein Märchen nicht ganz alleine auf die Bühne bringen. Aber nun freuen sich Mr. Zoe und Zack schon so sehr auf die Vorstellung. Ich kann sie doch nicht so furchtbar enttäuschen. Tja, Theo, aber was willst du denn jetzt tun? Also ich brauche eine Kulisse und ich brauche Kostüme und dann noch Schauspieler. Es wäre sehr schön, wenn mir jemand helfen würde. Bitte. Naja, ist gut. Aber da wird wohl die ganze Familie einspringen müssen, um diese große Produktion in die Wege zu leiten. Wie böse sollen denn die bösen Schwestern in deinem Märchen sein? Ganz, ganz furchtbar.
furchtbar böse. Und eins würde mich noch interessieren. Können die bösen Schwestern auch zaubern? Ja, ja, natürlich. Die Schwestern haben magische Zauberkräfte. Ah, na dann wäre das doch was für uns, oder? Oh, das bringt mich auf eine tolle Idee. Ja, natürlich kann ich der Erzähler sein, Theo. Aber ja, das ist doch eine sehr wichtige Rolle. Ich darf die Prinzessin spielen? Oh, vielen Dank, Theo. Juhu! Oh Mann, Papa, das sieht wirklich ganz toll aus. Schön, dass es dir gefällt, Theo. Und wie gefällt dir das da? Was sagst du denn zu meinem Zauberwald? Und? Das hier ist eine gruselige Höhle. Oh, toll. Vielen Dank, Papa. Auf eine Gruselhöhle wäre ich gar nicht gekommen. Aber das bringt mich auf eine Idee für meine Geschichte. Ich bin die Prinzessin Elsie. Niemand im ganzen Land ist so schön und so mutig wie ich, die Prinzessin. Noch nicht einmal die Drachen trauen sich gegen mich zu kämpfen. Genau, eine Prinzessin kann genauso mutig sein wie ein Prinz. Und das bringt mich schon wieder auf eine Idee, die meine Geschichte noch sehr viel spannender macht. Also, ich glaube, dass jetzt alles gut gehen wird, Pock. Denn wir haben die Kulissen und die boshaften Schwestern und die Prinzessin. Oh nein, eins habe ich vergessen. Ich habe ja gar nicht an das Pferd gedacht. Ah, Theo, ich habe schon meinen Text gelernt. Ach, Opa, ich habe ja überhaupt nicht an das Pferd gedacht. Und welche Rolle soll es in den Märchen spielen? Jetzt reg dich doch bitte nicht auf, Theo. Auch dieses Problem werden wir bewältigen. Du musst dir erst mal genau überlegen, wie das Pferd in deine Geschichte passen könnte. Okay, ich hab es, Pock. Ich bin fertig. Jetzt wird es doch noch ein Pferd in meinem Märchen geben. Ich habe es geschafft. Vor langer, langer Zeit gab es eine einsame Prinzessin, die mit ihren zwei bösen Schwestern zusammenlebte. Ach, ich warte sehnsüchtig auf einen hübschen Prinzen. Du wirst nirgendwo in diesem Land einen Prinzen finden. Weil wir nämlich alle Prinzen weggezaubert haben. Du wirst für immer bei uns bleiben müssen, meine arme kleine Prinzessin Elsie. Ich werde also niemals einen Prinzen finden. Was ist denn das für ein Krach? Schau einfach hinter dich! Hä? Aber da ist doch gar nichts. Doch, da ist was! Schau hinter dich! Nanu, das ist ja eine gefiederte Fee. Und sie will, dass ich ihr folge. Soll ich das denn tun? Ja! Ja, ja, du musst ihr folgen! Eine dunkle Höhle. Ist da irgendjemand drin? Achtung! Neben dir ist jemand! Na sowas, das ist dir ein Pferd. Hast du dich etwa verirrt, mein liebes Pferd? Na komm, ich zeig dir den richtigen Weg. So, da wären wir schon. Also ich bin wirklich sehr froh, dass ich dich gefunden habe. Leider, leider bist du kein hübscher Prinz. Aber ich glaube, wir könnten Freunde werden. Muah. Du bist ja doch ein hübscher Prinz. Ja, ich bin ein verzauberter Prinz. Deine bösen Schwestern haben mich vor langer, langer Zeit in ein Pferd verwandelt. Aber der Zauberbann ist gebrochen worden. Durch deinen Kuss. Oh. Und so hat die einsame, tapfere Prinzessin Elsie doch ihren hübschen Prinzen gefunden. Und sie lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage. Ende. Ja! Großartig! Ja, das war unglaublich! Na also, es ist alles gut gelaufen. Und ich finde, in einem Märchen mitzuspielen, macht ja noch viel mehr Spaß, als sich eins anzusehen, oder? Klasse! Ach, das war einfach super toll, Theo. So ein schönes Märchen habe ich echt noch nie gesehen. Dankeschön. Wisst ihr was? Ich sollte jedes Jahr ein Märchen aufführen. Findet ihr nicht auch? Oh ja, gern. Aber natürlich nur, wenn wir alle mitspielen dürfen. Und das nächste Stück wird dann heißen, die bösen Schwestern schlagen wieder zu.
Das ist eine ganz tolle Idee. Bei einem Märchen haben alle Spaß, völlig egal, wie alt man ist. Juhu! Ha, 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 ha